Hallo liebe Schweinehalter oder Rinderhalter oder Geflügelhalter. Wir haben uns gestern mal die Zeit genommen und sind in einen Saunstall gefahren, hier in der Nähe, der eine Hochdruckkühlung hat. Da haben wir uns den Abferkelstall angesehen und auch den Wartebereich. Beides ist mit Hochdruckkühlung ausgestattet und sind dann etwas weitergefahren zu einem Mastbetrieb, ebenfalls mit Hochdruckkühlungsanlage ausgestattet. Wenn man etwas für Tierwohl machen will, ist neben der Mikrosuhle natürlich die Hochdruckkühlung eine Möglichkeit, die Temperatur generell zu kühlen. Gleichzeitig hat man aber auch den Vorteil, dass wir die trockene Luft etwas besser in den Griff bekommen. Und im Winterbetrieb läuft die Anlage auch sehr häufig, wenn wir sehr geringe Zulauffeuchtigkeiten haben. Aber in dem folgenden Video ein paar Eindrücke, wie das dann nachher im Stall tatsächlich realistisch aussieht. Bis gleich. So, ich kann hier ja mal reingehen, ne? Machst du mal hinter mir zu? Ja. Hier sind wir jetzt im Deckzentrum. Die Kühlung läuft jetzt gerade. Und erleichtert natürlich bei diesen Temperaturen. Man sieht, dass der Nebel sich hier frei im Raum bewegt und für die entsprechende Kühlung sorgt. Ich stehe jetzt direkt drunter, man merkt deutlich die Verdunstungskälte. Trotzdem bleibt das Objektiv sauber. Das heißt, der Nebel fällt aufgrund des hohen Drucks sehr langsam runter. Ja, Tierwohl aktiv. Im Hintergrund sehen wir die Hochdruckkühlung, die jetzt hier gerade, man kann den Nebel glaube ich relativ gut erkennen, für ausreichend Kühle bei den Sauen sorgt. Die Hochdruckkühlung vernebelt mit 70 Bar und dadurch werden die Temperaturen im Stall um bis zu 7, 8 Grad je nach Außentemperatur runtergebracht und gleichzeitig auch die Luftfeuchtigkeit erhöht, die bei diesen trockenen Tagen ansonsten auch sehr schnell zu Atemwegsproblemen führt. Das ist Tierwohl, wie es besser nicht sein kann. Hier im nächsten Abteil, auch jetzt gerade die Anlage in Betrieb. Hinten am Fenster können wir es sehr schön sehen, wie sich der Nebel im Abteil gleichmäßig verteilt. Hier sehen wir jetzt nochmal die Station, die jetzt gerade abgeschaltet hat. Vorratsbehälter zum Druck ablassen, um den Überdruck loszuwerden und die Leitung kurz drucklos zu machen. Regelgerät reagiert auf Feuchte und Temperatur. Zentralleitung ist Hochdruck in Edelstahl. Kommt da wieder raus, geht komplett durch den Zentralgang und vor jedem Abteil ist ein Absperrventil, können wir hier sehen, und eine Hochdruckschlauchleitung, die dann wiederum zu den drei Verteilern, die wir jetzt hier unterhalb der Decke installiert haben. Und hier wird entsprechend die Düsenzahl ausgelegt auf das, was tatsächlich physikalisch möglich ist. Jetzt fängt die Anlage wieder an und vernebelt quasi das Wasser in den Stallbereich. Hier sind wir jetzt im Abferkelstall. Hier hängt der Zylinder in der Mitte. Hier sehen wir den Verteilerzylinder. Auch da wieder die 8 mm Schlauchleitung. Winkelstück und mit O-Ring lassen sich die Düsen sehr leicht auswechseln. Auch zur Reinigung mal rausnehmen, schnell wieder reinsetzen. Sehr einfach in der Wartung. Jetzt setzt er gerade ein hier. Der gleiche Effekt. Verteilung, Nebelschleier, entstehende Verdunstungskälte sorgt für Entlastung bei den Sauen. Ja, wir sind jetzt hier in einem Waschstall. Dieser Waschstall verfügt auch über eine Befeuchtungskühlung. Wahrscheinlich könnt ihr mich jetzt nur silhouettenmäßig erfassen, weil der Wassernebel, den ich jetzt durchschreite, der geht jetzt hier runter. Man merkt ganz deutlich die Kühle, die jetzt auch den Tieren zur Verfügung stehen.
Verdunstungskälte sorgt für ausreichend Abkühlung für die Schweine. Die Schweine fühlen sich wohl. Gleichzeitig wird auch für genügend Atemwegsfeuchtigkeit gesorgt. Bei diesen heißen Tagen haben wir natürlich auch sehr schnell das Problem, dass die oberen Atemwege austrocknen, weil die Luftfeuchtigkeit sehr gering ist. Das heißt, diese Kühlung hat nicht nur die Aufgabe, im Sommer zu kühlen, sondern sie sorgt auch dafür, dass im Winter oder in trockenen Phasen ausreichend Luftfeuchtigkeit zu den Tieren gelangt. Ansonsten hier klassisches System, Schlitzkanal, Verdunstungskühlung und Unterspaltenabsaugung. So, hier sehen wir nochmal direkt am Zylinder den Vernebelungseffekt und sehen hier auch die 8 mm Schlauchleitung, die in diesem Falle einfach durch den Zuluftlochplattenschlitzkanal verlegt wird. Hier sind in diesem Abteil, je nach Größe, sind 2 Zylinder drin, die das vernebeln. Ein dicker Edelstahlzylinder mit plan geschliffenen Flächen sorgt dafür, dass die Ventile mit die Düsen mit O-Ring eingedichtet werden können und ohne Werkzeug auch mal zur Reinigung rausgenommen werden können. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das geht auch. Ja, das sieht super aus. Hier mache ich auch Schwein sein. Das passt. Ja, liebe Schweinehalter, das war ein kurzer Einblick in Ställe mit Befeuchtungskühlung. Ganz spontan gestern unternommen. Wir haben einfach mal gedacht, jetzt müssen wir es mal zeigen, wie es denn so aussieht in Ställen, die über eine Befeuchtungskühlung verfügen. Alternativ haben wir dafür allerdings auch die Mikrosuhle, wobei man diese beiden Dinge sehr wohl differenzieren muss. Die sind nicht gleichgestellt. Das sind 2 unterschiedliche Systeme. Alle Betriebe mit Befeuchtungskühlung haben in diesen Tagen relativ wenig Probleme. Auch mit Kreislaufproblemen bei den Tieren weniger zu kämpfen. Es bringt Vorteile bei den Atemwegen. Es bringt aber auch Vorteile in den Bereichen, wo wir trockene Übergangszeiten haben, zum Beispiel Frühjahr, Herbst oder trockene Wintermonate. Dann setzt die Geschichte über den Feuchtesensor ein und sorgt dafür, dass der Stall feucht genug ist. Aber, jetzt kommt ein wichtiges Aber, bitte denken Sie rechtzeitig daran. In letzter Zeit kriegen wir natürlich vermehrt Anrufe, wir brauchen unbedingt eine Befeuchtungskühlung, nur wir haben halt auch gewisse Lieferfristen und Lieferzeiten und keiner von unseren Monteuren wartet darauf, dass einer anruft, wir brauchen jetzt eine Befeuchtungskühlung, die sind alle in Arbeit. Das heißt, ich bitte Sie darum, wenn Sie so etwas möchten, sprechen Sie uns jetzt an, dann haben wir für 2019 die Möglichkeit, das in Ihren Stall einzubauen und auch Sie profitieren von einer funktionierenden Befeuchtungskühlung. Wir sind immer für Sie da, würde uns freuen. Danke für die Aufmerksamkeit.